Mein Name ist Uwe Lill und ich begrüße Sie herzlich zum 162. Hedgework. 2019, die alten Sorgen sind die neuen Sorgen. Die Zinsen werden niedrig bleiben, zumindest in Europa. Und so wie es aussieht, auch in den USA. Was heißt das für das Angebot der Privatbanken in Deutschland? Können Sie mit Alternative Investments punkten? Passt das überhaupt zusammen? Alternative Investments und traditionelle Banken? Ich begrüße heute Abend zur Klärung dieser Fragen Herrn Thomas Rohnfeld, Leiter Alternative Investments bei der Privatbank Donner und Reuschel. Herr Rohnfeld, warum bieten Sie Ihren Kunden Alternative Investments an? Den wichtigsten Grund haben Sie ja schon genannt. Der Zins ist natürlich eine ganz, ganz große Komponente und der Leidensdruck wird jeden Tag größer für die Investoren. Auf der anderen Seite muss man sehen, die Leute sind neugierig, das Anlegerverhalten ändert sich, die Leute wollen mehr involviert werden in ihre Investments und sich auch verstärkt damit beschäftigen. Stößt Ihr Angebot bei den bestehenden Kunden eher auf Interesse oder stoßen Sie auch manchmal auf Vorbehalte? Stößt eigentlich auf sehr, sehr großes Interesse. Einfach wie schon erwähnt, der Leidensdruck ist relativ groß. Natürlich gibt es immer wieder die alten Vorbehalte. Das habe ich vor 10 Jahren schon mal gemacht. Das hat noch nie funktioniert. Man muss die Leute einfach neu heranführen an das Thema, mit vernünftigen Angeboten kommen und dann funktioniert das auch. Alternative Investments ist ja ein breites Feld. Welche Art von alternativen Investments halten Sie denn für Ihre Kunden für geeignet? Ich denke, Private Debt ist momentan das geeignetste Instrument. Dort kann ich lokale Projekte mit Kunden verbinden. Ich habe auch einen laufenden Cashflow. Private Equity ist ein wichtiges Thema, Venture Capital, Infrastrukturthemen und da ganz besonders die erneuerbaren Energien. Und wo liegen da genau die Chancen für Ihre Kunden? Natürlich zuallererst bei der Überrendite. Der Kunde hat aber auch die Möglichkeit, Wertsteigerungen zu erfahren in den einzelnen Portfolien oder in den einzelnen Projekten. Und am Ende hat der Kunde natürlich immer noch die Möglichkeit, besser über das Objekt oder über das Projekt Bescheid zu wissen als bei gängigen anderen Investmentmöglichkeiten. Wenn wir über Chancen reden, müssen wir natürlich auch über Risiken reden. Welche Risiken sehen Sie und sprechen Sie mit Ihren Kunden auch darüber? Das ist natürlich das allererste, dass ich die Kunden über die Risiken aufkläre. Das größte Risiko hier ist, das Investment ist in der Regel nicht sehr schnell zu liquidieren. Ich habe eventuell eben auch unternehmerische Risiken, mit denen ich umgehen muss. Ich habe in der Regel nicht die Möglichkeit, mein Portfolio relativ schnell umzubauen und damit anderen Marktgegebenheiten anzupassen. Und was ist nun der Mehrwert von Donner und Reuschel in dem Segment Alternative Investments für den Kunden? Was machen Sie anders als andere? Wir machen es vielleicht nicht unbedingt anders als andere, die Märkte sind ja ähnlich. Unser Zugang ist natürlich ganz, ganz wichtig und das ist auch das, was wir dem Kunden bieten können. Zugang zu Investments, von denen er vielleicht heute gar nicht weiß, dass es sie gibt. Klassischerweise eine Immobilie, die verkauft werden soll oder ein Private Equity Fonds, der platziert werden soll. Das ist das Wichtigste, was wir den Kunden geben können, Transparenz zu schaffen in einem Markt, der nicht besonders transparent ist. Was ist denn die Einschätzung Ihres Hauses und Ihre Einschätzung? Ist das Thema Alternative Investment ein temporäres Thema, das dieser Niedrigzinsphase geschuldet ist? Oder glauben Sie, dass das Themenfeld Alternative Investments sich dauerhaft etablieren wird? Es wird sich ganz klar dauerhaft etablieren. Für eine Diversifikation ist es jetzt schon wichtig. Aber wie gesagt, wir sehen eine Veränderung des Anlegerverhaltens. Das heißt, immer mehr weg von liquiden Märkten in illiquide Werte hinein. Einfach um auch mehr Renditen zu erzielen. Und beim Thema Zins, wir wissen ja sowieso nicht, wann der Zins zurückkommt und ob er überhaupt sehr schnell zurückkommt. Und die letzte Frage, für welche Art von Kunden, ab welcher Größenordnung rentiert es sich, über das Thema Alternative Investments mit Ihnen zu sprechen? Da gehen wir natürlich ganz klar von vermögenden Kunden aus. Typischer Fall sind Unternehmer. Oft sind bei Unternehmern die einzigen Assets, die sie haben, das Unternehmen und die selbstgenutzte Immobilie oder vielleicht auch noch die Immobilie, wo das Unternehmen drin betrieben wird. Das sind institutionelle Kunden, das sind Single-Family-Offices. Grob gesagt kann man natürlich auch mit kleinen Beträgen investieren. Man sollte sich aber dann auch schon sehr genau mit den Assets beschäftigen, um dann nicht in die erste Falle zu geraten. Herr Rohnfeld, ich bedanke mich für das Gespräch. Sehr gern, vielen Dank.